Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Star Wars Squadrons Online. Nachdem wir letzte Folge einen Flottenkampf verloren hatten, machen wir diesmal wieder ein Weltraumgefecht, also ein reines Deathmatch. So, jetzt werden wir auf die Waffen gehen, das vergesse ich auch mal sehr oft. Was ich beim TIE Fighter besser finde, von der Steuerung her, dass man relativ gut dabei. Ich habe noch nicht mal einen Gegner gesehen und schon bin ich tot. Was ich beim TIE Fighter besser finde, ist, dass man da sieht, was unter einem ist. Gut, die spielen ja alle sogar hier mit Xbox oder PSN Controller, wie es aussieht. Ja, fast alle zumindest. Die Karte mag ich aber auch nicht, weil sie einfach total unübersichtlich ist und vollgeballert und man kann überall gegenfliegen. Oh, okay, geil. Hier muss aber nicht einfach machen. Scheiße! Dass er das hier nicht automatisch macht, das stört mich irgendwie auch so ein bisschen mit dem Wechseln. Geheilt. Komm, dann besiege ich dich eben nicht. Auch da eine Rakete kommt direkt, ne? Wie viele Scheißraketen kommen denn jetzt wieder? Ich hasse diese Dinger übrigens. Das habe ich aber noch nicht oft genug erwähnt. Ich hasse diese Dinger wie die Pest. Und trotzdem kommen sie einfach ständig. Alter, wie viel kommen denn noch jetzt hier? Jetzt reicht's langsam. Also sehen die hier meinen Namen und machen das absichtlich oder was? Ich kann erzählen, dass das jetzt hier so oft kommt. Deswegen haben sie alle meine Folgen gesehen und denken sich so, ach guck mal, der mag ja die Raketen so gerne. Deswegen spannen wir gleich mal 5 Raketen hintereinander auf ihn los. Ich hasse diese Teile übrigens, nur zur Info. Ich hätte eigentlich sagen müssen, dass ich die Dinger mag. Das ist das Problem, wenn der YouTuber mal so viel erzählt. Ich hätte eigentlich sagen müssen, ich mag die Raketen extrem, das ist mein Lieblings-Item. Dann hätte ich wahrscheinlich nie welche abgekriegt. Oder meine Lieblingswaffe, sagen wir mal so. Item ist es ja nicht wirklich. Ist ja kein Gegenstand. Theoretisch schon, aber... total waren Falken da oben hängen. Das sind, glaube ich, so Kosmetikartikel. Oh, ich bin 1. Zwar nicht auf dem ersten Platz, aber 1. Auf dem Weg. Auf dem ersten Platz würde es mich aber auch extrem wundern. Wo ich irgendwie das Gefühl habe, dass die Gegner einfach gerade besser sind. Also allgemein. Also weil ich deshalb, weil ich keinen finde. Aber die mich trotzdem abballern, obwohl ich keinen sehe. Der nicht gewechselt hier. Das nervt mich persönlich auch extrem, dass man das immer ständig manuell wechseln muss. Irgendwie ein automatischer Prozess wird da, glaube ich, auch nicht schaden. Ich hasse diese Scheißraketen! Wenn sich nachher alle freuen, wenn sie das Video schauen. Wo ich das Gefühl habe, dass es meistens sowieso Engländer sind, gegen die wir spielen, oder Japaner. Wo Japaner ist eigentlich nur bei Nintendo so. Hier meist Amerikaner. Bei Squadrons hier. Jetzt bin ich davon aus, dass es so viele Japaner sind. Nein, nicht da rein. Was? Was war das denn? Gold mehr 2 drin, lol. Gut, den sieht man ja sowieso nicht. Ja, schon wieder eine Scheißrakete. Habt ihr das gesehen? Ich hasse die Scheißraketen, ey.
Ich hasse die scheiß Raketen. Das sind einfach scheiße, die Dinge. Warum gibt's die überhaupt? Ich meiner Meinung nach sind Raketen sowieso einfach raus. Die nerven sowieso nur. Und wenn dann das Werfen beschränkt, dass man die nicht alle 30 Sekunden schmeißen kann. Ich muss sagen, GSF war es immer noch schlimmer. Hier im Spiel geht's ja zumindest noch halbwegs. Jetzt ist da meine Heilung, jetzt brauche ich sie nicht. Comeback-Kill. So, wenn ich gemacht habe. Ich glaube, diese Pfeile darf ich doch nicht reinfliegen. Ah! Scheiß Pfeiler da. Wo ich das überlebt habe? Schau nicht. Ja, toll. Und Nachschub behalten, obwohl ich eigentlich gar keinen Nachschub haben wollte. Da schon wieder ein Feld. Mag ich eigentlich wieder nicht so gern. Fuck. Ein Rebell hat mich im Visier. Rakete im Anflug. Ich hab's aber. Ich hätte gar nicht mehr wegfliegen brauchen, es hätte eh nichts gebracht. Bin gleich da. Na, wo bist du denn da oben? Ich bin nicht richtig genug dran, verdammt. Ich muss ja... Oh, Alter, was denn nur jetzt? Feind oder Kerl? Beides, ne? Wie gesagt, ich hasse diese Teile. Ich hasse diese scheiß Dinge. Diesmal glaube ich sogar mit Waffenplane. Aber geht man trotzdem im Spiel, von daher war schon scheiße. Okay, es war mit Waffen. Aber ich bin trotzdem immer noch der. Warum bin ich der Beste? Ich spiele wie so ein Bekloppter und ja, wahrscheinlich weil ich die meisten Kills habe. Kann losgehen. Ja, wir haben auf jeden Fall fast verkackt. Ich bin der Beste, obwohl ich noch nichts leiste. Es scheint so, als ob die anderen genauso wenig leisten. Ich würde zumindest das erklären. Ja, ich weiß, ich habe wieder fast vergessen. So, ja, den gleich. Bin ich dicht genug dran? Scheiße! Sie haben mich im Visier. Sie haben verfehlt. Ich habe eine Rakete abgefeuert. Hä? Was war das denn jetzt? Pilotenfehler, was habe ich denn gemacht? Und ich habe auch die meisten Tode, ne? Hier, Vanguard 2, hier, Doc DNA. 14. Ja, wir haben eh verkackt. Hier, dieser Doc DNA. Verdammt gut, ey. So. Twi'lex gibt's auch. Ich kann mich daran erinnern. So. Ja. Überspringen. Zeig mal, wie viele Punkte ich gekriegt habe. Naja. Gut, immerhin Spielerkills. Neuer Rekord. 5. Ja, gut. Gut, dass ich das sowieso nicht rausschmeiß, können wir auch gleich zum Hauptmenü zurückkehren. Oder wie gesagt, sehen wir uns gleich in der nächsten Runde. So, eine weitere Runde auf einer neuen Map. Oder auf einer neuen alten Map. Die wir ja schon wirklich sehr oft gesehen haben. So. Hier spricht Vanguard 1, stehe bereit. Und hier spricht Vanguard 2, stehe bereit. Vanguard 3, ich warte. Vanguard, eliminiert alle imperialen Streitkräfte im Gebiet. Werde die Macht mit euch sein.
Das Imperium hat keine Chance. Unser Glück. So. Hier muss ich aber nur eine Taste drücken. Schon mal ein großer Vorteil. Die nehme ich ins Visier. Yeah, schon mal einen Kill gemacht. Geil. Krieg ich doch von da aus nicht. Damn's. Da hab ich schon mal 2 Kills gemacht, ey. Krass. Eine Rakete hat mich im Visier. Jetzt nicht mehr. 22 von der Schaffende. Klicke dich wieder zusammen. Hat er sich jetzt gerade selbst umgebracht? Ja. Ich bin beeindruckt. Den sollen wir rauf. Und wieder einer. Jawohl. Kill-Serie, wow. Scheiße, stelle ich mich ja gerade gar nicht mal an. Ja, okay. Dann sagt er, fliegt irgendwo gegen. Also so Tore wegen irgendwo gegenfliegen, sag ich mal, das Unnötigste, was es gibt. Also, oh, hier Kill-Assist. Sperrfeuer. Geben auf den da, der fliegt so schön. Kampfbereit. Oh fuck. Ah, scheiße. Ich konnte sie nicht mehr abwehren, die Rakete. Ich hasse diese scheiß Raketen aber auch. Wo es bei der Karte nicht so schlimm ist, immer auszuweichen, war da halt da. Ja, ich bin genau reingeflogen, das ist das Problem. Weil du hier nicht so viele Hindernisse hast. Das Beste ist eigentlich immer noch die Karte, wo gar nichts drauf ist. Komplett leere Karte. Ich komme zu euch, Staffel. Die Karte schon beinahe lächerlich finde, die komplett leere, weil ich nicht verstehe, was das für einen Sinn hat. Da brauche ich auch gleich gar keine Karte braun. Braun? Braun? Braun soll man die Karte sowieso nicht benutzen, wenn das schon braun. Na, hier rein will ich jetzt eigentlich nicht. Das muss man so beschissen ausweichen. Ich weiß nicht, ob das man da auch rein kann. Bin nicht tot. Ja, ich bin okay, nicht tot. Das war ein Fehler. Was war ein Fehler? Ich hoffe, das hilft. Greif dieses Ziel an. Nein. Was, Pilotenfehler? Ich glaube, wir haben uns gerade gegenseitig besiegt, ne? Aber bei dem stand gerade auch, dass ich ihn besiegt habe. Gut, an und auch schon 5 Kills. Aktuell bin ich auch besser. Aber es ändert sich natürlich schnell. Weil ich einmal gestorben bin, geht sowieso nicht mehr. Ich kann natürlich auch G drücken, um das Spiel ein bisschen zu beobachten. Jetzt hängen sie alle da hinten rum, eh. So, so wie ich da bin. Glaube ich nichts. Das
also schon lieber oben bleiben. Ja, ist okay. Ich bin gerade so ruhig, weil ich mich gerade konzentriere, den hier zu kriegen, endlich. Ja, es geht für nichts. Und so viel Leben hat der Typ doch gar nicht mehr. Nur 61. Jetzt heilt er sich wieder hoch. Geht denn die Heilung eigentlich mal für beide Seiten? Hat er wieder 77, verdammt. Gehe ich mal auf den anderen rauf, vielleicht klappt das besser. Für dich. Ah, kein Danke wirst du von mir nicht hören. Oh, fast durchgeflogen, ey. Okay, ganz durchgeflogen. Warte mal, ich will es kurz sehen. Da wieder einfach von hinten abgepeilt. Ja, okay. Das waren ganz durchgeflogen. Immer noch 10 Punkte mehr tatsächlich. Und nur wegen dem einen Assist. Die Triebwerke glühen, ich bin unterwegs. So, noch einer. Ja, der ist da unten. Der ist besser. Wo ist denn der überhaupt? Ist der da unten? Irgendwie eine Markierung für irgendwie woanders wäre auch nicht schlecht. Irgendwie so eine Wandmarkierung. Ne? Wieder in Topform. Finger abgerutscht, wovon? Ich wollte doch schießen. Ich bin gerade so schlecht hier zu treffen, ey. Aber jetzt habe ich keine Waffenenergie mehr, Kacke. Ich habe sowieso viel rumgeballert jetzt hier. Ich hoffe, das hilft. Ja, und gleich die Heilung durch. Oder auch nicht. Ich würde mir sogar einfach lieber auf den anderen gehen. Statt jetzt dem anderen einen, der die ganze Zeit her zu jagen. Kann ich gegen den Pfeiler schießen? Warum können die immer so gut ausweichen? Heilung gekriegt. Jetzt kann ich ihn mal treffen, sonst habe ich keine Munition mehr. Abgewehrt. Ich hasse selbst Raketen, schieß sie ab. Wieder in Topform. Naja, vielleicht soll ich die richtige Taste drücken zum Ziel suchen. Da. Ah, ich hasse es, wenn die so fliegen. Na, wo ist der nächste da unten?
Und er hat nur noch 7 Lebenspunkte. Komm, den kriegen wir. Was hält er sich hoch? Verdammt! Wo ist er hin? Krieg schneller. Reparaturen für dich. Ich bin nicht die ganze Zeit im Kreis, ich hasse das. Der Feind erfasst mich gerade. Ich habe nicht eine Sekunde an mir gezweifelt. Okay, Rakete schon mal abgefangen. Oh, komm, warum treffe ich dir jetzt plötzlich keinen mehr, ey? Die anderen werden besser. Eckmann. Ich werde schlechter. Was war das denn? Total strange angehört. Keine Munition. Oh, ich meine Raketen sind leer. Scheiße. Kann ja sogar durchfliegen. Jawohl, endlich mal wieder ein Kill. So muss ich, habe keine Raketen mehr. Ich könnte jetzt natürlich zurückfliegen, wenn wir wieder welche holen, aber. Nee. Wenn das mal umgeht. Ich weiß nicht, kann man sich wieder welche holen? Der Feind hat mich erfasst. Blicke dich wieder zusammen. Du ruinierst mir meinen neuen Land. Wo ist denn der Typ da jetzt? Ich mach mal kurz die Bremse an. Jetzt machen wir die Bremse aus. Ich kann ja. Okay, eben brauche ich meinen Metro. Die Leute immer gut können es abhauen. Ich glaube, ich gehe auch immer viel zu hektisch rum hier. Noch 2 Minuten, oh Gott, die Zeit! Und jetzt mal hoffe, dass wenn man in Zeit abläuft, dass dann der gewinnt, der meisten Punkte hat. Gehe ich jetzt mal davon aus. Das wäre sehr extrem. Ich will mehr E-Druck. Oh, das ist jetzt mal geschafft, meine Schilde kaputt zu machen. Der einen noch, komm. Das ist der letzte. Noch einer gewesen. Da. Besser wäre es jetzt noch, wenn die Gegner tatsächlich noch gewinnen. Eigentlich will ich die heilen. Nein, nicht weiter, nicht stehen bleiben. Hey, gewinnen die Gegner wirklich noch? Nur noch 42 Sekunden. Oh nein, jetzt komme ich da wieder nicht weg. Hm. 27, 29, jetzt gibt's, jetzt holen die Gegner ordentlich auf. Ballern sie alle ihre blöden Raketen raus, ne? 28, oh Gott. Ich hab ja keine Muni, ey. Scheiße. Wer gewinnt denn überhaupt, wenn es Gleichstand ist? Nein, 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 nein. Heilen. Die nehmen mich ins Visier. 1, 0. Er hat gewonnen, ich hoffe mal wir, ne? Wir hatten einen Punkt mehr. Yes. Wir standen eigentlich am Anfang so weit vorne, ne? Und dann haben die Gegner immer wieder eingeholt. Oder immer weiter eingeholt. Boah, ho, ho. Krass.
Ja, okay. Sieg des ersten Tages. Wow. Erster Sieg des Tages. Ja gut. 10 Kills. 20.999 Schaden. Ja, hätte auch 21.000 sein können. Karriererekord. Treffer mit Primärwaffen 418. Ja, das ist eine schöne Statistik. Oder würde ich sagen, war es auch schon wieder mit der Folge an der Stelle. Oder würde ich sagen, euch eine gute Zeit und möge die Macht mit euch sein. Ciao. Die Folge von Star Wars Squadrons ist damit leider schon vorbei. Zur nächsten Folge kommst du, indem du jetzt oben links klickst. Wenn du oben rechts klickst, kommst du zur Playlist, in der du alle Folgen dieses Spiels findest. Und natürlich würde es mich auch freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Klick dafür einfach jetzt in die Mitte. Würde mich auf jeden Fall auch freuen, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist. Und damit möge die Macht mit dir sein. Ciao.